Ich bin der Alessio Vigna, bin noch Schüler, Abiturient in der 13. Klasse, komme aus Duisburg und wir befinden uns hier gerade vor dem Fancontainer vor der MSV Arena in Duisburg. Ich heiße Aileen Attil, bin 25 Jahre alt, komme aus Krefeld und bin Polizeibeamtin. Mein Vater ist Italiener, der ist vor 40 Jahren nach Deutschland gekommen und meine Mutter ist halt Deutsche. In Italien ist es im Urlaub schön, aber zum Leben kann ich es mir nicht vorstellen. Aber natürlich hänge ich trotzdem ein wenig an Italien. Es ist halt Sonne, Strand und im Sommer bin ich sehr gerne da. Ich habe einen türkischen Vater und eine deutsche Mutter und bin halt bis zu meinem 10. Lebensjahr auch mit dem türkischen Vater zusammen aufgewachsen. Und habe eine gewisse Beziehung auch noch zu der türkischen Familie, die leider komplett in der Türkei wohnt. Das Leben in Duisburg, es ist im Vergleich zu Italien viel mehr Rummel, es ist mehr Großstadt. Es ist aber auch abends eine ganz andere Mentalität hier. Hier ab 8 Uhr sind die Leute nicht mehr aus dem Haus zu bekommen. In Italien gehen ab 8 Uhr die Leute erstmal raus. Die italienische Dolce Vita fehlt hier natürlich so ein bisschen. Man fühlt sich schon verbunden zu dem Land, auch wenn man hier aufgewachsen ist. Ich habe selber nur 2 Jahre in der Türkei gelebt. Mit 1 bin ich hingekommen, mit 3 wieder zurück. Meine Verwandtschaft ist riesig. Also mein Vater hat 8 Geschwister. Dementsprechend kommt da einiges zusammen. Auch wenn ich dann in Italien bin, muss ich dann immer auf Verwandtenbesuche gehen. Und man ist eigentlich mehr mit Familie als mit Freunden dann in Italien unterwegs. Religionszugehörigkeit habe ich eigentlich gar nicht. Ich bin weder getauft, noch wurde ich in irgendeine Richtung erzogen. Ich kenne so die Grundpfeiler beider Religionen, habe in der Schule natürlich auch ein bisschen Religionsunterricht gehabt, kriege von zu Hause aus ein bisschen mit, aber ich lebe nach keiner Religion. Ich akzeptiere beide, aber ich lebe nach keiner. Türkische Sprache beherrsche ich insoweit, dass ich wirklich verstehen kann, wenn Leute mit mir reden. Es reicht nicht, um irgendwelche Behördengänge zu machen oder hier bei der Polizei zu übersetzen. Aber ich bemühe mich natürlich auch, das laufend zu lernen oder beizubehalten, weil nur durch Sprechen lernt man das. Und es ist gerade im Beruf auch ein Riesenvorteil, noch eine zweite Sprache, gerade in einer Stadt wie Duisburg, Türkisch zu können, weil die doch auch immer direkt eine andere Beziehung dann zu den Leuten aufbringt, als wenn man halt noch nicht mal versteht, was die sagen. Broad Generation ist eine ultraorientierte Gruppierung, die ich auch mitgegründet habe, die seit 2007 existiert. Wir sind ein super Haufen von 20 Leuten, die alle den gleichen Gedanken haben, alle ungefähr in einem gleichen Alter sind und auch wir unterstützen den MSV mit Fahren, mit Gesängen, durch Auswärtsspiele, dass wir da oft präsent sind. Das ist es. Also ich bin Polizeibeamtin, speziell jetzt in der Einsatzhundertschaft, seit fast 3 Jahren. Sophie, Ultraphilosophie versucht durch optische und durch akustische Mittel die Mannschaft anzutreiben, egal wo, natürlich zu Hause, aber auch gerade auswärts, egal wo, egal in welchen Zeiten, egal wie schlecht oder gut es dem Verein geht und wir versuchen halt die Kommerzialisierung damit zu halten. Weil wir möchten zum Beispiel nicht, dass ein Stadion Commerzbank Arena heißt. Es ist für uns beispielsweise nicht auch die MSV Arena, sondern das Wedau Stadion. Und das sind halt so Sachen, wir wollen halt die Kommerzialisierung im Fußball so weit weg wie möglich halten. Ultras sind Fußballfans, die Fußball wirklich zu einem wichtigen Bestandteil in ihrem Leben gemacht haben. Die bauen ihr Leben größtenteils um den Fußball drumherum. Sie sind sehr fanatisch. Was manchmal natürlich auch umschlagen kann in Gewalt beim Fußball. Ich möchte gerne beruflich Redakteur werden. Das ist auch mein Ziel, was ich eigentlich schon lange habe. Ich verspreche mir davon auch finanziellen Wohlstand, auch Karrierechancen, immer weiter aufsteigen zu können. Und halt Sachen auch eventuell in der Welt aufzudecken, die vielleicht nicht ganz so in Ordnung laufen, dass man die einfach schonungslos auch aufdecken kann. Polizistin zu werden, ist noch nie ein Traum oder ein Wunsch von mir gewesen. Das war eigentlich eine ganz spontane Entscheidung, wo mich mein Opa drauf gebracht hat, weil er zufällig Radiowerbung gehört hat. Letztendlich würde ich aber sagen, bin ich sehr, sehr froh über diese Entscheidung. Ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen würde. Also ich bin wirklich zufrieden mit meinem Beruf. Ich bin hier, weil heute ein Derby stattfindet. MSV gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der kleine Nachbar kommt heute zu uns. Ich gehe zu jedem MSV-Heimspiel und wenn es geht, auch zu jedem Auswärtsspiel. Ich habe jetzt 2 in dieser Saison verpasst und davor die Jahre war es auch so ungefähr der Schnitt. Ich bin MSV-Fan, eigentlich seit ich denken kann.
Habe ich mir auch selber beibringen müssen. In meiner Familie bin ich der Einzige, der MSV-Fan ist. Aber ich mache es einfach aus Leidenschaft, auch überall hinzufahren, egal in welcher Liga, erste, zweite. Kann es auch die dritte oder vierte Liga sein. Ja, sich erstmal zu verabreden ist natürlich keine Straftat, aber die meisten verabreden sich natürlich dann mit dem Ziel, sich da zu hauen. Also wir haben es selber schon erlebt, da haben die sich, haben sich zwei Gruppen völlig außerhalb des Stadions getroffen, obwohl das Spiel gerade lief. Und da ist für mich ganz oft auch die Frage, warum die Leute sich so mit Fußball identifizieren, wenn die noch nicht einmal Interesse daran haben, das Fußballspiel überhaupt zu sehen. Ja, es ist halt sehr oft so, dass man im Rücken die eine Gruppe und vor der Nase die andere Gruppe hat. Und man steht als Puffer dazwischen. Sehr oft passiert es auch, dass sich die Gruppen solidarisieren und man wird plötzlich selber Zielobjekt. Ja, das Leben macht es lebenswert, dass man einerseits Herausforderungen bestehen muss, aber man auch stolz auf sich sein kann, wenn man diese auch besteht in seinem Leben. Es gibt zum Beispiel nichts Schöneres, als um 2:30 vom Zuhause ins Stadion zu fahren, in einem MSV zu unterstützen. Das sind halt so Sachen, wenn man seinen Hobbys nachgehen kann im Leben. In all den Momenten, wo man Spaß hat, Freude empfindet, Glück empfindet, kann man eigentlich sagen, das Leben ist lebenswert. Schicksale, für die man im Endeffekt wenig für kann, die einen leider im Leben beeinflussen können. Das kann zum Beispiel ein Autounfall sein, von dem man leider dann 40, 50 Jahre lang geschädigt sein kann. Das sind halt Sachen, die man nicht im Leben beeinflussen kann. Bis jetzt, Gott sei Dank, würde ich nichts, nein, ist nichts Schlimmes passiert in meinem Leben. Ich glaube, es gab zum Glück in meinem Leben noch keine Situation, wo ich gesagt habe, das Leben ist nicht lebenswert. Es war vielleicht mal ein bisschen doof oder stressig oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber um das Leben nicht lebenswert zu machen, muss, glaube ich, schon ein ganz, ganz tiefer Schlag erfolgen. Ein sehr glücklicher Moment hat auch mit Fußball zu tun. Und das war, glaube ich, so glücklich habe ich mich selten gefühlt. 2006, Italien wird Weltmeister in Berlin. Da war ich in Italien, habe gefeiert ohne Ende. Und das war für mich eines das Größte eigentlich, dass Italien in Deutschland Weltmeister wird. Also richtig glücklich bin ich, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die mir wirklich am Herzen liegen und ich mit denen zusammen Spaß habe. Wenn ich zum Beispiel bei meinem Geburtstag die Leute einlade, auf die ich wirklich Wert lege und mit denen ich gerne meine Zeit verbringe, dann bin ich eigentlich glücklich. Ja, habe ich. Und zwar ist vor einem halben Jahr ein sehr guter Freund von mir verstorben, jung an Krebs. Und das sind halt so Sachen, die sehr bitter sind im Leben. Aber leider gehören diese auch dazu. Aber das sind halt Momente, die einen mitnehmen und die auch immer noch jetzt präsent im Kopf sind. Die auch, glaube ich, nie mehr so schnell verschwinden werden. Ja, unglücklich bin ich in dem Moment, wo ich vielleicht Leute verliere, die mir sehr am Herzen liegen. Wenn die jetzt weiter weggehen oder vielleicht wirklich komplett aus meinem Leben verschwinden. Das ist eine Situation, in der ich wirklich unglücklich bin. Mein größter Wunsch ist eigentlich Gesundheit bis ans Ende meines Lebens, dass ich ein langes Leben haben werde. Und ja. Also viele kleine Wünsche. Aber ich glaube, mein größter Wunsch ist es, dass ich zu jeder Zeit in meinem Leben sagen kann, eigentlich geht's dir gut. Du kannst dich nicht beschweren. Dass ich wirklich immer in jeder Lebensphase sagen kann, so könnte es eigentlich weitergehen. Meine größte Angst wäre, im frühen Alter an irgendeiner Krankheit bereits zu erkranken, wo sich das Leben einfach auf einen Schlag ändern könnte und man halt nicht mehr dieses Leben genießen kann, wie man es sich vielleicht mal vorgestellt hat als kleiner Junge. Das Leute für immer zu verlieren. Also da verstehe ich ja nicht darunter, dass sie einfach nur in ein anderes Land ziehen oder man sich nicht mehr sieht, weil man sich gestritten hat, sondern das Bewusstsein, dass Leute weg sind und man weiß ganz genau, dass man sie nie wieder sieht. Wenn ich mich verwandeln würde, ja, schon in ein Tier, was sich frei bewegen kann, wie so ein Vogel zum Beispiel, der halt einfach entscheiden kann, ich fliege jetzt von A nach B
Wenn es ihm zu kalt ist, dann fliegt er einfach in den Süden. Wenn ich ein Angebot hätte, mal für einen Tag was anderes oder jemand anders zu sein, dann würde ich vielleicht gerne mal ein Haustier, die Königin von England oder ein Mann sein. Aber für immer würde ich mit keinem tauschen wollen. Dafür kenne ich das Leben der anderen zu wenig. Gott natürlich. Gott hat das Universum erschaffen. Ja, ich sag einfach, Gott passt auf. In deinem gesamten Lebensweg. An den großen Feiertagen wird natürlich auch in die Kirche gegangen. Und ich glaube, diese Mentalität habe ich auch ein bisschen aus Italien, dieses Gläubige, dass man an Gott glaubt, habe ich so ein bisschen von der italienischen Seite auch geerbt. Also ich glaube an die Urknallversion und an die Evolution. Ich glaube nicht, dass eine Kraft oder ein Mensch oder Gott das Universum oder auch nur diese Welt alleine geschaffen haben kann. Ich denke, das ist eine Entwicklung über ganz, ganz lange Zeit, die da nötig ist. Ja, da gibt's natürlich mehrere Auffassungen. Ich sag, nach dem Tod bist du erlöst, du hast die Prüfung Leben geschafft. Und nach dem Tod kannst du eventuell nochmal auf dein Leben zurückblicken. Aber die Prüfung Leben ist nach dem Tod geschafft. Also ich traue mich eigentlich gar nicht, mir Gedanken darüber zu machen, was nach dem Tod passiert. Es wird ja sowieso niemals jemand in der Lage sein, mir zu beweisen oder zu sagen, das und das passiert nach dem Tod. Ich lasse mich vielleicht einfach überraschen. Wenn ich mir irgendwelche Vorstellungen mache, kann ich vielleicht nur enttäuscht werden. Ja, das war eine sympathische Frau, nett, jung. Und ich glaube, ja, das kann ich zu Elina sagen. Hab auch mal eine nette Polizistin kennengelernt, kommt nicht allzu häufig vor. Wenn man sich mit dem so unterhält, ist er ein netter, vernünftiger, junger Mann, der eigentlich ganz sympathisch scheint. Inwiefern auch er zu der Kategorie gehört, die auch schon mal über die Stränge geschlagen im Fußballfanatismus, kann ich bei der kurzen Begegnung nicht sagen. Wir haben auch schon Begegnungen mit Hooligans gehabt, mit denen haben wir uns über Stunden unterhalten, mit denen haben wir zusammen im Bus gesessen, weil wir die festhalten mussten. Und das sind wirklich ganz normale Menschen, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen. Also die haben einen Beruf, die sind im Alltag Familienväter, haben auch ihren Freundeskreis, nur wenn es dann um Fußball geht, sind sie halt die Hooligans und verhalten sich vielleicht so, dass man manchmal denkt, wie kann sowas sein? Wie kann sich ein Mensch so verhalten?